Hi ho, meine lieben Zwergenfreunde, willkommen zurück zu Dwarf Fortress in der zweiten Staffel. Ja, ich dachte, ich kündige jetzt nochmal an, dass das hier jetzt die zweite Staffel ist. Für alle, die sich verlaufen haben, die erste Staffel ist in einer anderen Playlist. Okay, wir sind immer noch groß bei der Arbeit. Unser Hauptziel ist es jetzt erst einmal, hier die Farm auszuheben. Und da hier schön ausgewogen ist, gibt es hier erst einmal einen großen Stone Stockpile auf dieser Seite. Achso, falsche Taste. So, damit der hier. So. Stone Stockpile ist gemacht. Wir können die Pause wegmachen. Ich habe offscreen jetzt die ganzen Leute umbenannt und ihnen die richtigen Skills gegeben. Also mein Mason macht jetzt nur noch Mason-Arbeit. Hätten wir einen Masons Workshop, den haben wir sogar. Also kann er Rockblocks konstruieren, während der andere Stonecrafter mir weiter Rocksachen macht. Und ich gucke nochmal kurz. Jawohl, unser Depot ist accessible. Und es sieht herbstlich aus draußen. Naja, wir haben jetzt den... Haben wir schon den 12.? Nein, wir haben den 8. Monat. Das verwirrt mich hier oben immer ein bisschen mit dem Datum. Das heißt, ich merke es mir nie, weil es eigentlich nie so wirklich interessant ist, ob das hier jetzt der Monat ist oder das hier. Aber das hier ist der Monat. Und da ist unsere Karawane. Sehr schön. Wow, die müssen sich da ganz schön durchschlängeln, aber... Was zur Hölle? Was zur Hölle war das gerade? Wieso ist der eine Wagen jetzt da so blitzartig? Ja, warum ist der eine Wagen da so blitzartig hingerast? Okay, bereden wir unsere Sachen, aber vorher würde ich gerne meinen Trader dahin bringen und ich hätte gerne meine... Bins dort, dass ich traden kann. Das wäre mir jetzt erst einmal wichtiger, weil die sind, glaube ich, noch beim Unloaden, ja. Weil der andere Wagen, der ist noch dort. Was auch immer gerade passiert ist, es war nicht... Naja, etwas lustig sah es schon aus, aber naja... Nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, da kommt schon mal einer mit dem Eselskarren. Also mit einem Packesel, besser gesagt. Karren sind ja die Dinger hier. Der hat es schon mal durch unsere Verteidigungshalle durchgeschafft. Was sagen denn die Livestocks? Turkey-Gobbler? Turkey-Gobbler sollten wir, wenn wir es uns leisten können, holen. Und eine große gehörnte Eule. Ja. Dead Missing noch nichts und wilde Tiere sind keine in Sicht. Okay. Ja, die Wegen sind irgendwie etwas schnell, muss ich sagen. Ich habe die langsamere Erinnerung. Und ich bin mir sicher, ich habe nichts am Speed gedreht oder so. Okay, wir können traden. Billion Bar brauchen wir nicht. Gabro Block, nö. Blocks, Blocks, Blocks. Glas. Wir sollten zweimal Clear Glas nehmen, sicher ist sicher. Und da es nicht teuer ist, auch etwas Lehm für den Augenblick, falls wir einen Zwerg haben, der einen Mut bekommt. Seid ihr... Du bist Pigtail Fiber Rope. Jetzt muss ich gerade mal Description...
Ach so, das ist ein Seil. Ja. Der Eisenflöte. Und eine Eisenharfe. Eine Bronze-Puzzlebox. Die kommt auf jeden Fall mal mit. Ach, und die beiden Iron-Sachen da. Oder machen wir gleich drei Iron-Sachen daraus. Die können auch mal mitkommen. Steel Mini Forge. Nee. Ah, hier sind wir bei den Käfigsachen. Käfigbohr. Water Buffalo. Wo ist der Gobbler? Zink Cage. Copper Cage. Ein Dog, ein Mule, Turkey Gobbler da, den will ich haben. Und Kupferkäfig, den nehme ich auch mal mit. Ein Ale Barrel, Gremlin Blood Barrel, nein danke. Noch ein Ale Barrel, noch ein Barrel, so. Ein Eschen Barrel nehmen wir auch. Bier Barrel, ja, noch ein Bier Barrel. Buckets können wir selber machen, da brauchen wir keine. Iron Warhammer, Copper Short Sword. Das nehme ich mal mit. Und noch ein Copper Sword, Short Sword. Copper Crossbow brauchen wir nicht. Leder. Dö. Fiber Socks? Nö. Also Klamotten brauchen wir jetzt definitiv noch nicht. Eine Zedernkiste auch nicht. Sand- und Farbbags brauchen wir auch nicht. Maple Chest, Turkey Leather. Den Clothbin, den einen Clothbin nehmen wir mal mit. Alpaka Wool, Silk, nein, nein, nein. Dass wir wenigstens mal Cloths haben. Silver Bolts, ja, ist klar. Bronze Bolts, Iron Bolts. Ne, sowas machen wir dann nachher lieber selber. Einen Eisenamboss. Ein bisschen was zu essen, würde ich mal sagen. So. So, das dürfte erstmal reichen. Ein bisschen Fisch. Pond Turtle, noch mehr Käfisch, so. Obwohl, nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Nehmen wir die Seite an Fisch mit und hier noch etwas essen. So. Also etwas Fleisch meine ich natürlich. Lungenfisch, Plump Helmets wollen wir keine. Cave Spider Silk. Lama Wood Wowsers, nö. Känguru Käse. Ziegenkäse, Jackkäse. Oh, nehmen wir Jackkäse noch mit. Steel Minecart, Iron Chuck. Eine Copper Nest Box. Steel Minecart für 3000. Ein Nest aus Bronze. Ja, das nehmen wir doch mit. So, dann werfen wir mal wahrscheinlich alles, was wir haben, in den Topf. Und dann nicht die falsche Taste drücken. Ne? Warum auch immer da Leitern abgebildet sind. So, so. Ah, wir kommen vielleicht gerade so gut hin. Ja, hier ist noch schön viel drin. Also ja, ich glaube, ich werfe jetzt fürs erste Mal alles in den Pot, was ich habe, weil sonst komme ich wahrscheinlich nicht hin. So, Trade. Okay, er ist unzufrieden. Da muss wahrscheinlich wirklich erst einmal das Cloth weg. Weil alles andere möchte ich gerne behalten. Barrels sollten wir haben.
So, wo war das? Klopf, 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 klopf. Da, wenn wir den hier wegtun, dann... Ja. Gut. Das heißt, wir können unsere Bins wieder, hier wieder abholen und wir können unseren Trader wieder wegschicken, dass er mit unseren, ja, Leuten verhandeln kann. Was hätte ich denn gerne? Leder brauche ich keins, das bringen sie wahrscheinlich eh mit. Ja, ich hätte gerne Animals, hätte ich gerne Pets, genau. Turkey Gobbler, Turkey Hens, Ducks and Drakes, Goose und Gunter. Und ich hätte doch gerne ganz normale Chicken. Turkey, Buckrabbit, Blue Peacock. Wo sind die Chicken? Wahrscheinlich übersehe ich die mal wieder. Cats brauche ich nicht. So, Drake, Water Buffalo. Nelly Goat, Billy Goat. Ich sehe irgendwie unsere... Ach, da ist, sind Henne. Also Henne habe ich schon mal. Die heißt ja nicht Dings, die heißt ja hier... Ja, Hen und Worcester. Also Henne und Hahn. So. Mehr brauche ich im Augenblick nicht. So, macht mal die Farm da leer. Genau, schafft die ganzen Steine aus dem Weg. Und wie weit bist du? Da brauche ich nicht drüber gucken. Was macht eigentlich mein Mason? Der ist beschäftigt damit, Rockcrafts zu machen. So, wir finishen die Conversation. Und ja, ich suspende mal den Job hier, dass du rüber zum anderen Job gehst, nachdem du getrunken hast. Über die Dokumente schauen. Ja, was wollen sie? Bracelets, Quivers. Quivers können sie vergessen. Die wollen Fenster von uns haben. Shortswords haben wir ja welche gekauft. Anwälts können wir keinen liefern. Also Bracelets wollen sie das nächste Mal. Naja, wir verhandeln einfach alles, was wir haben. Okay, der ist zufrieden. Dann sind wir es auch erst einmal. Workshop. Ich habe ja jetzt meinen Trash 10. Also kriegst du hier deinen Butcher und deinen Tanner. Tanner ist N. Den kriegst du hier hin. Und dann baue ich noch Refuse Stockpiles. Der hier kann ruhig mal so groß sein. So. Und außerhalb baue ich auch noch einen, wo ich das Zeug erstmal wegwerfen kann. Sagen wir so. So, du nimmst keine Schädel. Du nimmst keine Bones, keine Shells und auch keine Zähne, keine Horn, keine Hörner und keine Haare. So. Und du da unten, du nimmst keine Leichen und keine Bodyparts. So. Ich hoffe mal, das Korps ist, was da steht, damit sind unsere eigenen Zwerge gemeint. Wäre etwas makaber, die einfach auf den Stockpile zu werfen, wenn sie tot sind. So, was wird gemacht?
Wird irgend... Ah ja, die Rockblocks werden abgearbeitet. Also kann ich hier den Auftrag wieder anschalten. Dann machst du nämlich Rockcraft. So. Das läuft. Hier ist alles noch geplant. Ich habe drei Eidler.